Hallo, liebe Wohnmobilfreunde. Hier ist der Guido von GNS TV. Ja, es geht um den Umbau hier von dem Borschen, habe ich ja euch erzählt und auch schon vorgestellt. In dem Zusammenhang machen wir heute das Gasfach. Das wird umgebaut auf Tankflaschen. Da gibt es ja auch 100.000 Berichte im Netz und alle wissen das ja ganz genau, ja, wie man das richtig macht. Und dann wollen wir es doch wirklich mal richtig machen. Aber ich hatte noch einen Nachtrag zu machen. Ich hatte bei der Vorstellung von dem Auto das Gewicht vergessen. Wollte ich noch drauf eingehen. Der hat ein zulässiges Gesamtgewicht, da bin ich, von 4 Tonnen. Der ist also aufgelastet vom normalen 3,5er auf 4. Der hat dafür auch größere Reifen bekommen. Das sind 17 Zöller auf VW Aluminium, ja, statt 16 Zoll. So, und der hat hinten eine Luftfederung drin, die auch, warte, ich drehe mich noch mal eben, bisschen hier wackel jetzt, die man hier sehen kann und einstellen kann. Ne? Hier kannst du die Hinterachse hochpushen, ja, dann hängt die hinten noch nicht runter. Dem ist da also Einhalt geboten. Was ich bei dem Fahrzeug sofort gemacht habe, warte. Ich habe den so, wie ich den abgeholt habe, über die Waage gefahren. Mit Klimaanlage und vollem Dieseltank wiegt das Fahrzeug 3200 Kilo. Habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich habe jetzt 800 Kilo Zuladung und die werde ich nicht brauchen. Ich bin bei 180 Kilo Zubehör mit Solaranlage, mit Gasflaschen, mit Lithiumbatterie. Und sämtlichen Zubehör, ja, weil die Sattantenne und so weiter ist ja schon drauf und Klima ist alles schon eingerechnet in den 3200 Kilo. Insofern wollte ich das noch nachtragen. Da bin ich also auch guter Dinge, dass wir da im Ausland, speziell in der Schweiz und in Italien, da hörst du ja immer die Horrorgeschichten, ja. Viele haben euer Leben lang schon Glück gehabt. Ich habe da aber keine Lust mehr drauf, auf dieses ewige, haben wir jetzt zu viel oder nicht. Bei Monster ist das immer so eine Sache, da muss er wirklich gucken, dass der Wassertank nur 10 Liter hat, Fäkalien und Schmutzwasser leer sind, ja, und dass er auch nicht zu viel an Fahrräder oder Roller oder irgendwas mitlädst, einlädst, dann bist du nämlich drüber, ja, über die 7,5. Du kannst das Auto fahren, der steht ja noch da, da steht er. Den nutzen wir auch noch, bis der fertig ist. Wie gesagt, ich habe ja Zeit. Ja, das Schöne ist, dass ich den ja nicht in eine Werkstatt bringen muss für sowas, sondern das machen wir natürlich alles selber. Und Fahrzeug steht in Grimma, bei Genes Grimma. Und wir machen die Aufbauten, Einbauten, so wie wir Zeit haben. Ne? Auch das Fahrzeug steht in Grimma auf dem Hof, bei Genes Grimma auf dem Firmengelände, bleibt auch hier stehen zum Verkaufen. Den kann man sich also jederzeit in Grimma anschauen. Ja, also, was betreiben wir hier mit Gas? Das hat Knaus eigentlich ganz gut gemacht. Die haben so ein Einschubfach, ja, hier, so ein Einschubfach für zwei 11-Kilo-Flaschen. Gut, mit einem einzelnen Anschluss, ja, den bauen wir natürlich jetzt um als Zwei-Flaschen-System mit Crash-Sensor und mit automatischer Umschaltung von der Leere auf Leeren auf die volle Flasche. Das hat man sich hier gespart. Und ja, also da gibt es verschiedene Informationen, die man so erlangen kann. Und ich zeige euch jetzt mal, wie wir es vorhaben. Gas im Wohnmobil. Riesenthema, immer wieder. Was darf man da nicht? Wer erzählt irgendwas, wer erzählt das nicht? Also mir ist das mittlerweile gleichgültig, wenn ich dazu höre. Ja, weil da viel Wahrheit dabei ist, aber auch viel Blödsinn. Es ist einfach so. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich sage euch, wie ich es mache, warum ich es mache und was ich hier machen darf und was ich hier nicht darf. Ja? So, wir fangen mal an mit dem Kasten hier. Da ist ja so ein Auszug dran. Das hat Knaus ganz gut geregelt, weil die auch hintereinander stehen, die Flaschen. Wenn du die tauschen musst, dann bist du mit so einem Schlitten natürlich viel besser dran, als wenn die nebeneinander stehen. Ja? Da das Auto sehr kompakt gebaut ist für den Insassen, also mitgedacht für den Insassen, das ist ja ein Zwei-Personen-Fahrzeug, hat man
den längst gemacht und dafür einen Schlitten genommen. Finde ich super, die Idee. Ja, du musst natürlich aufpassen, wenn das Auto mal mehrere Jahre alt ist, ob der Schlauch das ewige Rein- und Rausziehen durchhält. Ja, alles, was du bewegst an Leitungssystemen, egal ob Abwasser, Heizung, Wasser oder hier in dem Fall Gas, ist immer doof. Ne? Das sollte man eigentlich einmal installieren und in Ruhe lassen, hält das ewig. Ne? Wie zum Beispiel hier so eine Stahlleitung. Da ist eine feste Stahlleitung, wie da hinten auch. Ja, da. Geht aber nicht anders, weil du musst das ja flexibel machen, weil du willst ja den Schlitten wieder reinfahren. Ja, hier. Da musst du das natürlich flexibel machen. So, sonst funktioniert das hier nicht. Aber wie ich finde, gut gemacht. Kannst du nicht meckern. So. Jetzt steht hier eine 11 Kilo Flasche und hier eine. Ja, die normale Gasversorgung, auch das normale Volumen für so ein Wohnmobil, für Kühlschrank, weil es ein Absorberkühlschrank ist, den habe ich ja, wie gesagt, schon getestet, auf minus 23 Grad im Gasbetrieb bei knapp 29, 30 Grad Außentemperatur. Liegt aber auch ganz einfach daran, wie ich immer sage, das Ding ist richtig eingebaut. Denn der hat einen riesengroßen Abluft- und Abgaskamin. Ja, man sieht bei vielen Kühlschränken, da sitzt hier unter das Gitter, da nächstes Dreck hier drüber. Ja, so, das kann nie funktionieren. Jedenfalls nicht so wie der. Ja, dann arbeitet man mit Lüftern und so weiter und das hast du hierbei nicht nötig. Ja, und da finde ich natürlich gut. Wie gesagt, die Einbauhöhe und das Ganze ist genau wie beim Monster gemacht und deswegen funktioniert das genau wie beim Monster. Wir waren beim Gas. Also ich werde mir das Alugas-System einbauen zum Wiederbefüllen, zum selber Wiederbefüllen. Da haben wir die zwei Gaspullen, da gibt es jetzt die neue App-Steuerung dazu. Da ist dieser schwarze Kasten, der wird dann noch im Innenraum montiert oder neben der Flasche, damit du sehen kannst, was da drin ist per App. Finde ich natürlich super, ja, soll jetzt auch super funktionieren. Ansonsten hat die Flasche natürlich alles das, was man braucht für die 4-Tonner-Klasse. Ja, die ist aus Aluminium, die wiegt nichts, die Flasche. Die kannst du mit zwei Fingern hochheben, wenn die leer ist. Die hat eine automatische 80-prozentige Abschaltung, so wie das in deutschen Behältern immer so ist. Ja, egal ob eine Flasche oder ein Tank, ein Öltank, ein Gastank, in, weiß ich, überall da, wo Brennmittel drin sind. Dann haben wir hier ein Adapter-Set. Finde ich ganz gut geregelt. In dem schönen schwarzen Etui. Und dann gibt die Gasfachfrau auch das Adapter-System für ganz Europa mit. Also wenn du jetzt nach Spanien fährst, willst du da Gas tanken. Oder in Portugal. Oder Frankreich, Kroatien oder Griechenland. Oder es spielt überhaupt keine Rolle. Skandinavische Länder, England, Schottland, Österreich, Italien, Schweiz, alles, ja, kein Problem. Kannst du alles mit dem Set machen. Ja, wer sich da mal informieren möchte, die Gasfachfrau, ja, hier könnt ihr ihn anrufen oder auf die Homepage gehen. Die Gasfachfrau gibt es ja schon ganz lange. Ja, wie das die Kari noch gemacht hat, da war ich ja auch schon Kunde und habe auch die Flaschen immer selber gehabt in meinem Wohnmobil. Das macht jetzt die Andrea, das ist die Nachfolgerin, die ist genauso kompetent. Ich denke mal, bei Gas ist das auch eigentlich, braucht man da gar nicht mal drüber zu reden, dass du dich damit auskennen musst. Ja, weil wir verkaufen ja hier keine, oder die Gasfachfrau verkauft ja keine Wasserflaschen, sondern Gasflaschen. Da ist zwar kein Gas drin, ja, aber es kommt ja rein. Und insofern müssen die euch schon sagen, wo es drauf ankommt und wie man, und dass man sich auskennt. Ja, da bist du gut aufgehoben, ruft einen an, lasst euch beraten. Ich habe die Flaschen schon immer gehabt. Und die werden auch diesmal hier eingebaut. Ja, so. Und ja, da sind die Schläuche, da ist der Tankverschluss, da ist das Befestigungsset, was es separat dazu gibt. Das werde ich aber nicht einbauen. Hier hat Knaus eine Vorrichtung gemacht für Flaschen. Diese Flasche, die dort drauf kommt, kann sogar eine Stahlflasche sein. Ja, die Stahlflasche hat ganz andere Auswirkungen bei der Vollbremsung als so eine Aluflasche. Ja, so. Aber das Ding ist dafür ausgelegt. Das ist richtig stabil gemacht. Ja, aber man hat hier
die üblichen Plastikbänder dran. Ne? Die haben wir ja immer schon. Die kennen wir ja immer schon, diese Plastikbänder. Und die werde ich auch nutzen. Ja, weil Flasche ist Flasche. Ne? Ist zwar eine Tankflasche, nur weil ich die jetzt selber betanken kann, ist die ja nicht schwerer. Material ist auch nicht anders wie bei einer Aluflasche. Ja, und deswegen nutze ich die Bänder. Ich mache das einfach so, ja, weil ich das Risiko oder den Risikofaktor hier gegen Null sehe. Ja, da mögen andere Menschen andere Meinung sein, das können die auch ruhig, das ist mir auch vollkommen egal, ja, denn dazu komme ich gleich noch und so werde ich das betreiben. Das heißt, es steht einmal fest drin, wir werden den Tankanschluss in diese Klappe legen, nicht nach außen, sondern in diese Klappe, damit ich mir hier auch kein hässliches Loch reinbohren muss und innen durch irgendwelche Schränke noch gehen muss, wo ich mir eventuell den Gasschlauch beschädige mit irgendwelchen Töpfen oder scharfen Pfannen, die ständig während der Fahrt hin und her rücken. Ja, da habe ich ja keine Bock drauf. Die kommt hier irgendwo dran, natürlich mit dem dafür vorgesehenen Edelstahlscharnier hier, ja, oder Winkel. So, und dann kann ich in ganz Europa tanken. So, ich werde aber hier zwei neue Sicherheitsschläuche anbringen, weil da ist ja nur einer dran, ja. Und ich werde auch dieses Gas Manometersystem gegen das für zwei Flaschen tauschen. Ja, man kennt das auch von Truma, Du Control und so weiter. Gibt es aber auch hier von GDK. Die sind auch schon ewig im Geschäft mit Krechsensor, mit allem Schnicki-Schnacki. Und wenn man genau hinsieht, hinguckt, sieht er doch noch fast genauso aus. Ja, so. Dann kann ich nämlich zwei Flaschen gleichzeitig anschließen. Ich kann bestimmen, welche Flasche als erstes geleert werden soll. Das macht Sinn, wenn ich die Flasche als Tauschflasche einbaue. Ja, das macht keinen Sinn, wenn du sie selber befüllst, so wie ich das tue. Ja, so. Und ja, das bauen wir jetzt mal ein. Und bevor die Fragen jetzt kommen, das darfst du alles nicht und das geht aber so oder das habe ich aber anders gelesen. Also, Freunde, wir haben jetzt 20, 25 Jahre oder noch länger diese Diskussionen über Flaschengas, über Tanks, die unter Wohnmobile gebaut werden. Die müssen dann mit irgendwelchen Chassis verbunden werden. Und dann weiß der eine wieder, der Flüssiggasverband, der hat aber diese. Ja, das ist alles schön und gut. Da kann man als Richtlinie, kann man das so in Anspruch nehmen. Ja, ist aber ohne gesetzliche Grundlage, das ist nun mal so. Ja, da kannst du dir zwei Stunden ihre Diskussionen anhören. Ja, das ist ohne gesetzliche Grundlage. Es gibt nur eine gesetzliche Grundlage, die ist auch festgelegt. Da will ich aber jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja, das ist auch ja nicht meine Aufgabe, das kundzutun. Ich weiß aber, dass es so ist. Und ich weiß auch, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Das weiß ich auch, das habe ich nämlich mal gelernt. Ich blende das mal eben ein, warum ich das weiß. Ich will da jetzt nicht mit prahlen, aber ich sag mal, das ist schon ja relativ selten, dass man mal in einem Beruf war, wo du die Qualifikation mitbringen musst, um eine riesengroße Gasleitung arbeiten zu dürfen und auch Gasanträge stellen zu dürfen für riesengroße Zähleranlagen im Erdgasbereich, ja, oder im Flüssiggasbereich. Da macht der Gesetzgeber übrigens keinen Unterschied, ob du an einer Flüssiggasanlage arbeitest oder an einer Erdgasanlage. Ja, steht alles in der besagten Schrift drin, die ist auch abgenommen vom Bund. Ist also eine Bundgeschichte und das ist die einzige gesetzliche Grundlage, die wir in Deutschland haben. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, weil ich da gar keine Lust drauf habe. Ich weiß, wie es geht, ja, und das reicht mir. Das, was da so erzählt wird, ja, zum Beispiel der Klassiker, da hat jemand seine Sachkundenprüfung gemacht, der ist jetzt Sachkundiger nach G607, ja, Flüssiggas. So, das hört sich erstmal toll an, ja, und dann sind einige dabei, wo ich gehört habe, die dürfen jetzt an Gasleitungen arbeiten. Ne, nicht alle, aber einige. Das ist natürlich der größte Schwachsinn aller Zeiten. Denn es ist ganz einfach. Was du mit diesem Sachkundennachweis darfst, steht da drauf. Ja, einfach mal in die Kamera halten, das Ding, und dann können wir alle sehen, was du damit darfst. Steht nämlich drauf. Ja, im Prinzip mit ein bisschen Luft, die du dir aus einer Pumpe holst, eine Gasleitung abdrücken und gucken, ob die dicht ist. Das ist das, was du damit darfst und sonst ja nichts. Ja, so einfach ist das. Und diesen Nachweis, den kannst du an einem Tag oder an anderthalb Tagen
Da will ich mich jetzt nicht festlegen, oder wir gehen doch einfach mal großzügig mit der Sache um und sagen, in 2 Tagen, ja, kannst du diesen Sachkundenachweis erlangen. Den kannst du machen. Den kannst du dann bestehen. In der Regel bestehen dem auch von den 15 Leuten, die da sitzen, immer alle 15. Ja, das ist auch, ja, so gewollt wahrscheinlich. Aber dieser Sachkundenachweis, der hat sich so, ich sag mal, eingebürgert, dass man jetzt auf einmal der große Gasfachmann ist. Ja, und dass man jetzt auch an Gasleitungen arbeiten darf. Ja, so eine Gasleitung oder so ein Gasschlauch, das ist ja eine Leitung, eine Schlauchleitung, das ist eine feste Leitung, ist und bleibt eine Gasleitung. Und in dem Fall noch Flüssiggas, ja, wo der Brennwert des Gases wesentlich höher ist wie beim Erdgas. Erdgasleitungen habt ihr oder haben viele von euch zu Hause in eurem Haus, wenn ihr eine Gasheizung habt, dann habt ihr sicherlich, wer einen Tank vor der Türe stehen hat, Flüssiggas, das ist das gleiche Gas, was in dieser Flasche kommt. Aber die meisten von euch, zu 99%, werden eine Erdgasleitung haben. Da hängt dann auch so ein Zähler im Keller und so weiter. Ja, dieses Gas hat einen wesentlich geringeren Brennwert wie Flüssiggas. Deswegen knallt das auch so laut und so intensiv, wenn so eine Flasche oder wenn so ein Gebinde mal hochgeht. Das ist echt ein Sauzeug, wie ich immer gesagt habe. Und deswegen musst du da genau wissen, was du tust. Und wenn jemand behauptet, der darf an so einer Leitung arbeiten oder die ändern, so wie ich das jetzt machen muss. Ich muss die jetzt ändern, weil, wie man deutlich erkennen kann, ist das Stück jetzt zu lang. Ja, ne? Seht ihr das? Hier, die Leitung muss da dran. Und die ist zu lang, die muss ich jetzt kürzen. So, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Das ist jetzt keine große Sache. Das kann ja meine Oma noch. Ja, aber rechtlich darf sie es nicht. Das ist einfach so, ja. An einer Gasleitung arbeiten darf nur derjenige, der dafür konzessioniert ist. Und wenn du konzessioniert bist, wirst du automatisch in eine Handwerksrolle eingetragen. Ne? So wie jeder Installationsbetrieb. Davon, die wird ja, weiß ich nicht, 6.000 Betriebe in Deutschland. Ja? Die haben in der Regel einen Installateurmeister beschäftigt und der trägt wiederum die Konzession und dann bist du auch in die Handwerksrolle eingetragen und dann darfst du an solchen Leitungen arbeiten. Die hat natürlich keinen Caravanhändler, so einen Installateurmeister. Ist ja klar. Warum auch? Ist ja auch Schwachsinn. Ja, wie gesagt, wir wollen das jetzt nicht übertreiben. Nur, man sollte sich nicht zu viel anmaßen, weil die Sicherheit in so einem System geht davor. Egal, wer einem wo was erzählt, ja, was man jetzt auf einmal kann. Das glaube ich nämlich nicht, dass du nach 2 Tagen auf einmal besser bist als vor den 2 Tagen. Das glaube ich persönlich nicht. Das kann ich gar nicht glauben, ja, weil bis dass du das offiziell darfst, ja, hast du 3 Jahre gelernt, 3,5 sogar, ja. Dann hast du 4 Gesellenjahre hinter dir. Dann hast du mindestens 1 Jahr Meisterschule hinter dir und dann darfst du das, oder? Und dann kann halt einer, der nach 2 Tagen so einen Zettel in der Hand hält, also Leute, lasst euch da keinen Blödsinn erzählen. Es gibt genug Betriebe in Deutschland, die das gut können. Ja, habe ich schon mehrere Einbauten von Caravan-Händlern gesehen, einwandfrei. Ja, wie gesagt, kann meine Oma ja noch. Ja, aber es ist halt, wird halt viel erzählt. Es wird halt viel erzählt, auch über diesen Sachkundenachweis. Oder der Endkunde darf das nicht, der Endkunde darf das nicht in Betanken in Deutschland, habe ich letztens gehört. Ist auch nicht richtig. Du darfst in Deutschland viele Dinge nicht. Ja, du darfst in Deutschland viele Dinge nicht, wenn du nicht irgendeinen Nachweis, einen Sachkundenachweis hast zum Beispiel. So, das heißt, wenn du nichts erlernt hast und keinen hast, der dir das mal richtig vernünftig zeigt, der dich also sachkundig macht, dann darfst du das nicht. Das ist richtig. Da hat man einen Riegel vorgeschoben und da hat der deutsche Gesetzgeber auch vollkommen recht. Ja, wenn jetzt aber jemand, der was davon versteht, dir zeigt, wie es geht, dann darfst du es. Ja, sonst dürfte ja niemand in Deutschland sein eigenes Auto mit Gas betanken. Ne? Es gibt ja jetzt seit ein paar Jahre oder seit 10 Jahren gibt es ja auch schon Erdgasautos. Davor gab es immer schon Flüssiggasautos. Ja? Oder kennt ihr das? Wenn ihr in einer Spedition ein Staplerfahrzeug seht, der hat so eine Flasche hinten quer drauf, auch schon mal gesehen? Ja? Da dürfen die ja alle nicht machen.
So, wenn ich dem dann aber einmal zeige, dann kann er das. Und dann darf der das doch. Und steht auch nirgendwo anders geschrieben. Weil viele, und jetzt komme ich auch zum Schluss, viele sagen ja, das darfst du nicht und das darfst du nicht und dies nicht. Und das. Zeig mir noch mal bitte, wo das steht. Ja? Wenn hier irgendeiner in den Kommentaren irgendwas schreibt, das ist aber alles Quatsch, was du da erzählst. Ja, dann zeig mir noch mal, wo es steht. Gesetzlich steht, nicht irgendjemand, der irgendwas niedergeschrieben hat, wo das keinen gesetzlichen Grund hat. Einfach mal, dann nehme ich das im nächsten Video zurück. Ja? So, können wir aber glauben, ich mache das schon lange genug und deswegen. Also wie gesagt, das wollte ich mal dazu sagen. Die Firmen, die sind alle okay. Die meisten jedenfalls und die können das ja auch. Aber die sollen lieber vernünftige Installationen abliefern, wie sich über gesetzliche Dinge zu unterhalten, wo sie offensichtlich nicht viel Ahnung von haben. So, also das System kommt hier rein mit die Plastikbänder. Ja, ich wiederhole das nochmal. Mit die Plastikbänder und jetzt kommt das. Die Anlage nehme ich persönlich ab. Ich persönlich nehme die ab. Weil, ja, aus bekanntem Grund. So, und wenn das fertig ist, dann zeige ich euch das. Dann nehme ich euch auch mit zum Tanken. Dann zeige ich euch mal, wie das geht und wie man es richtig macht. Ja, und wie man es sicher macht, ohne dass irgendwelche Dinge in der Luft fliegen oder irgendwelche, keine Ahnung, Gasgerüche ins Innere des Fahrzeugs kommen. Auch ganz wichtig. Weil viele, die gehen einfach da dran und machen das einfach. Ja, so, und das ist nicht der richtige Weg. Du musst dir das von jemandem, der da was von versteht, zeigen lassen. Und derjenige muss das Gefühl haben, dass er das verstanden hast. Weil er dir das ein-, zweimal vormacht. Die Arbeit musst du dir schon machen und dann darfst du es auch. Ne? In dem Sinne würde ich sagen, ich lege jetzt hier mal los. Bis zum nächsten Video. Madet Jod, euer Guido von GNSTV.